Hallöchen, ich bin gerade dabei, meinen Bücher-Weihnachtsbaum aufzulösen. Ja, es sind schon einige verkauft, denn ich habe auf Facebook, auf der Facebook-Seite Strahlemal und Co. diese Bücher alle hochgeladen und zu Verkauf. Und das verlinke ich euch gerne auch unter diesem Video. Genau, und dann wollte ich euch jetzt zeigen, was ich hier noch in diesem Zimmer mache. Ich glaube, dass ich diese Bücher, also wenn ich es schaffe, also ich werde das glaube ich jetzt gleich machen, in diesen Regal hier einräumen, wobei das musste ich erstmal auch selber so aufräumen, denn da steht ja natürlich auch noch einiges rum. Ich wollte diese Ostersachen auch verkaufen. Vielleicht behalte ich sie, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt überlegt, dass ich diese Sachen da, also diese hier Weihnachtskugeln und so auch behalten werde. Denn wenn ich zu meinem Schatzi ziehe, er will ja jetzt sozusagen jedes Jahr einen Weihnachtsbaum uns gönnen und hat ja den letzten Weihnachtsbaum ja auch geschenkt, dass es dann ein bisschen schön geschmückt werden kann. Somit behalte ich dann wohl doch die Weihnachtskugeln, wobei ich die eigentlich verkaufen wollte. Genauso wie, also den will ich auch verkaufen, also der kann auch weg. Wäre also sozusagen jetzt so einen schönen Rucksack für die Schule oder was auch immer benötigen, kann sich gerne bei mir melden. Ich verschicke das auch gerne. So viel dazu. Auf jeden Fall, ansonsten kommt das bei eBay Kleinanzeigen rein. Sind auf jeden Fall schöne viele Fächer. Den hatte ich, glaube ich, in meiner ersten Ausbildung benutzt für 3 Jahre so. War auch einiges zu schleppen. Diese ganzen Ordner, die man so schleppt in so einer Ausbildungszeit, ne? So viel dazu. Dieses Regal ist leer und bleibt vielleicht auch noch leer. Ich weiß noch nicht. Dann werde ich gleich auch noch meine Wäsche wegräumen. Ne? Also ich meine, ich habe hier jetzt ein bisschen zu tun. Und das werde ich, glaube ich, ja, na, ich werde euch da, ihr könnt mich dabei begleiten, wie ich das hier gleich hier schön mache, sozusagen einsortiere. Und wer sich dann interessiert für ein Buch, kann sich auch gerne melden. Aus dem Bild, ihr lieben Hübschen, so Decke, runde Decke. Juhu, eine Lichterkette. Mal dahin. Einfach reinstellen. Ich stelle sie einfach rein. Finden werde ich das sowieso was. Wenn jemand ein Buch haben möchte, finde ich das sowieso dann irgendwann irgendwie sofort. Kann man das sowieso finden. Wobei ich das ja eigentlich gar nicht wieder einräumen wollte, weil ich dieses Regal ja natürlich auch verkaufen möchte. Naja, also das ist alles so, das hat halt alles so seine Vor- und Nachteile sozusagen irgendwie. Aber man kann das ja nicht die ganze Zeit, also ich meine, ich habe ja hier meinen Weihnachtsbücherbaum aufgestellt mit diesen schönen Büchern. Und ja, ich weiß ja sonst nicht, wohin mit dem schönen Zeug hier. Ne? Und deswegen räume ich das jetzt erstmal wieder ein, damit der Boden halt frei ist. Und man kann es da wieder finden. Und hier, schöne Reitpraxisbücher, Reitabzeichen, Reiterpass. Und was auch immer ich alles gemacht habe. Ich meine jetzt hier, ich habe die ganzen, also ich habe einige Bänder hier von Lissi. Und habe mich ja sozusagen, also ich habe keine Wendy gelesen, sondern die Lissi zwischendurch. Wobei, ich glaube, irgendwo gibt es bestimmt auch ein Wendy-Buch.
Das kann ich jetzt so nicht sagen, aber das ist ja auch halb so wild. Genauso wie Hani und Nani, Leute. Das ist mein, das habe ich ja geschenkt gekriegt, ja, zum, glaube zum Geburtstag, und das habe ich dann gelesen, weil nämlich, was kann man tun, damit Anja in Lindenhof bleiben kann? Also das hat halt so eine spezielle Sache wegen, ja, weil es halt den Namen Anja, also das, ich meine, jetzt bin ich mal wieder nicht im Bild, also tut mir auch leid. Weil, ja, weil es halt so ist, wie es ist. So. Das, ich meine, ich liebe halt Bücher, wo mein Name drin vorkommt. Und hier ist, in diesem Buch kam mein Name vor, warte mal. Und irgendwo, warte mal, ob ich das jetzt wiederfinde. Es ist ja auch so viel. Irgendein Buch, das stand auch, also ich weiß nicht, ich glaube, es liegt hier bei. Ich will das wiederfinden gleich, da zeige ich euch dann. Da steht nämlich auch Anja drauf. Und das ist, also das war, ja, eines so meiner, sag ich mal, halbwegs Lieblingsbücher. Ich tue da doch ein bisschen sortieren. Da so Reiterbuch, Reiterbücher und medizinische Sachen oder Ausbildung sozusagen. Ich habe ja auch ganz viele Ausbildungsbücher noch. Also hier, ich meine, von meiner Ausbildung zur Hauswirtschafterin und zur Familienpflegerin. Ne? Also hier, die sind sogar noch ganz neu. Also ich meine, ich habe die ja nur in der Ausbildungszeit verwendet. Und kann euch sagen, die sind echt kaum gebraucht. Wobei dieses hier natürlich, das ist ja ein gebrauchtes Werkstofflehre. Ja, ich meine, was soll ich auch damit noch? Ich kann mich ja noch mal anders schlau lesen. Das Internet gibt ja auch so vieles her, wobei Bücher sind immer, also ich sag ja das ganze Zeit schon immer, dass ich Bücher viel lieber habe als irgendwelche PDF-Dateien oder ein E-Buch. Ich gebe es zu, weil man kann es ja überall mitnehmen. Ich meine, man hat dann auch nicht so, also ich meine, man braucht auch nicht dieses Handy benutzen oder irgendwas anderes so, was halt so mit dem Handy zu tun hat und so weiter, ne? Also, das finde ich zumindest schöner. So, viel dazu. Ja. Dann habe ich mich auch mit Astrologie befasst. Ja, oder befasst. Mit allen möglichen anderen Sachen, die hier rumliegen. Und danach so Geschichtsbücher und keine Ahnung. Also so. Ja, natürlich Schwangerschaft, ne? Irgendwie kam ich auch zu Schwangerschaftsbüchern, ich gebe es zu. Ja. Es ist halt wirklich hier voll viel so. Das gebe ich jetzt mal dahin. Hier schon wieder hier. Schule als NKS. Man könnte ja alle Bücher eigentlich als Schule so sehen, ne? Weil nämlich, man liest ja diese Buchstaben, also man liest ja sich irgendwie was, sich ein, so schlau, wie auch immer. Und ja, ich glaube, ich müsste die Kamera ein bisschen versetzen, ne? Man sieht mich kaum. Also ich muss mal gucken, wie ich das jetzt hier hinstelle. Wo ich euch irgendwie hinstelle. So, Knopf gekommen, Leute. So, dann muss ich das zusammenschneiden. So viel dazu. Ich bin auf den Knopf gekommen, das tut mir sehr leid. Aber ich habe gedacht, ich stelle mal die Kamera ein bisschen um, damit ihr seht, wie ich das jetzt hier eingeräumt habe. Das ist auch zu verkaufen. So verdient man sich die Sporen. Ja, das hört sich auch so ein bisschen negativ an, weil ich sag mal dazu, dass ich gewaltfrei kommuniziere überhaupt und gewaltfrei auch mit Tieren umgehe. So, Pferderassen, ne, auch gut. Wo ist eigentlich das andere Pferdebuch? Ich habe hier noch so ein Pferdebuch, das mache ich jetzt einfach dahin. So viel dazu. Ich bin ein bisschen hier, also, könnt ihr das auch mal nochmal hier, kann man nicht sehen, ne? Also hier kann man besser sehen, wie ich das halt einräume. Bin halt ein bisschen hier unorganisiert. Ich meine, ich könnte ja auch alles jetzt nach Themen und so und nach Größe oder sonst was oder nach ABC sortieren. Aber ich habe mir gedacht, bevor ich das immer alles so auf dem Boden noch rumliegen habe,
packe ich das einfach jetzt irgendwie in ein Regal, was ich eigentlich auch loswerden möchte, so in der nächsten Zeit. Weil ich ja, mein Plan ist es ja, dieses Jahr noch umzuziehen. Und natürlich mit weniger, ne? Also mit weniger Bücher und weniger, so man kann sagen, Ballast. Wobei es eigentlich nie Ballast ist, dieses ganze Zeug. Also ich meine, ich liebe meine Bücher wirklich. Also ich liebe diese ganzen Sachen hier, die man sich so, ich meine, ich habe ja mir alles so gewünscht, ja, die ganzen, das waren alles so Wunschbücher, die man so lesen möchte oder gelesen hat auch. So das eine oder andere, glaube ich, dass ich sogar gar nicht gelesen habe, weil, hat ja so wenig Zeit, wenn man die ganze Zeit arbeitet. Besser gesagt, sich ein arbeitsreiches Leben wünscht. Und dann die Leute hier, genau, das wollte ich euch zeigen, das ist hier. Das hat auch wieder mit Anja zu tun. Anja und Nico auf dem Bauernhof. Ich weiß gar nicht mehr, aber das war auch ein Kind. Das ist halt auch ein Kinderbuch und das habe ich auch als Kind gekriegt. Das ist das Jahr bei 1984. Ich glaube, ich habe es ein bisschen später bekommen, weil ich konnte ja noch nicht mit ein Jahr so gut lesen, ne? So viel dazu. Ich habe halt auch schöne Bücher, finde ich. Schöne und viele Bücher, muss ich mal sagen. Also hier auch Hartz IV, alles, was sie wissen müssen. Das ist auch so eine Sache für sich. Ich meine, das wurde ja damals irgendwie politikmäßig, wurde das ja sozusagen, Hartz IV ist ja auch nur so eine Erfindung, wenn man das so sagen darf. Wobei das auch ein bisschen, ist halt für die Leute, die wirklich Hartz IV beziehen, ist es einfach irgendwie, finde ich manchmal ein bisschen scheiße. So, da hat man so ein Scheißgefühl so. Aber ich habe ja, ich sag mal, ich beziehe jetzt auch ein bisschen Aufstockung. Aber ich war ja damals, wo ich halt noch arbeitslos war zwischendurch, bevor ich halt so mein arbeitsreiches Leben beschert habe und vier Jobs gehabt habe, ja. Habe ich ja auch kurz mal Hartz IV bezogen. Ja, so richtig Hartz IV, ne? Und habe dann ich meine Buchtitel, ne? Ich meine, dass ich Buchtitel, als hier sind sogar noch Lesezeichen drin, komischerweise, also so. Vielleicht sollte ich das nochmal lesen hier. Vielleicht liegt das deswegen noch hier rum. Was wollte ich sagen? Ach ja, ich habe dann schon so über mein Lebenswerk, also ich meine mein Herzensding, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, mir gesagt, ja, ich schreibe ein Buch, ich schreibe ein Buch, ich schreibe ein Buch, ich brauche ein paar Buchtitel oder so Inhaltsverzeichnis oder Kategorien, sage ich schon. Kapitel, ja. Und dann hatte ich halt so im Kopf, Hartz IV und was nun? So. Jetzt nicht wegen nur diesem Buch, was ich euch da gezeigt habe, sondern überhaupt, weil keine Ahnung, das kam mir halt so. Hartz IV und was nun? Was soll man jetzt nun machen? Jetzt hat man Hartz IV und was nun? So in der Art so. Ne? Also ich glaube, ich habe so viele Bücher, das passt nicht alles in den Regal rein. Ich das vielleicht doch oder schiebe das nach hinten und mache da hinten noch eine Reihe. Aber dann sehe ich das ja nicht, was ich da muss ja jetzt zurückschieben. Es ist immer so eine Sache für mich, weil sowas so ein Regal, was halt, was man auch von hinten nach vorne benutzen kann. So in der Art. Ne? Auf jeden Fall habe ich jetzt mein, Bücherweihnachtsbaum abgebaut sozusagen und werde euch auch noch ich werde euch zum Schluss das eine Bild, was ich geschossen habe von diesem Bücherweihnachtsbaum, ich habe davon ja auch ein Video gemacht, also ich meine zu Weihnachten habe ich das mit Weihnachtsmusik untermalt und das hier auf den Kanal natürlich hochgeladen, aber es ist ja auch schon lange her, Weihnachten, ne? Na, so ein paar Tage, aber ist egal. So viel dazu. Und es ist halt so, wie es ist. Ich sag das mal so. Und ich wünsche mir halt gerade, Leute, dass diese Bücher hier, dass sie ein neues Zuhause finden und sich da noch jemand dran erfreuen kann, was da für schöne Buchstaben drinstehen, sozusagen. Weil ich finde, das ist mir zu schade, das auch alles so wegzuschmeißen, Leute. Also wirklich, also ich meine, denke,
Ich denke immer an alle anderen so. Ich denke mir dann immer so, oh, das kann man doch noch gebrauchen. So, ich meine, ich bin ja auch so, wenn ich dann irgendwas Schönes finde, so in, keine Ahnung, wie auch immer, wenn mich irgendwas Schönes anspricht, egal ob es ein Buch ist oder sonst was, und ich nehme es dann mit nach Hause, juppie, freue mich des Lebens darüber so, oder des Momentes, der Momente, ja, und habe meine Freude daran, ja, und habe irgendwie doch keinen Platz mehr, vielleicht soll ich das andere Regal auch noch damit füllen, oder ich nehme erstmal hier diese Kiste und räume das andere Rest da rein. Also irgendwie, ja. Ist halt so, wie es ist, aber es ist ja halb so wild, möchte ich mal sagen. Für mich ist es halb so wild. Weil, naja, irgendwann muss man ja sowieso auch eine Kiste räumen, einräumen oder so. Wenn man das dann alles noch mitnehmen. Oder man macht halt wirklich, ich mache dann halt wirklich kurz vorm Umzug, 1-2 Tage davor, oder ich meine eine Woche davor, so eine Haushaltsablösungs-Dings, wo die Leute alle selber kommen können und gucken und was weiß ich. Das ist halt so meine Idee noch, nach dem Ganzen jetzt, was ich hier habe, noch drin habe. Aber ich werde euch das einfach verlinken und hoffe, ihr habt Spaß daran, besser gesagt, sich das ein oder andere Buch anzuschauen. Auf meine Facebook-Seite. Und vielleicht ist ja auch irgendetwas, ein Büchlein dabei, was dich anspricht. Vielleicht auch ein paar mehr. Ich meine, ich habe ja jetzt schon gut 10 Stück verkauft, weil sich da einige gemeldet haben. Das finde ich ja auch sehr schön, weil die freuen sich natürlich auch. Ich meine, wir würden ja auch sonst nicht dazu kommen, solche Bücher oder so ein Buch zu finden oder was einen auch anspricht, wie auch immer. Auf jeden Fall finde ich das gerade sehr wertvoll so. Und es sind auch einige neue noch dabei oder halt auch gebrauchte, ist klar. Ne, aber ich meine, wenn man die einmal nur gebraucht hat, so für die Schule oder so, das ist einfach so. Ja. Ich finde das wunderbar, finde ich gerade so. Für mich so auch. Und ein paar Bücher, die werde ich auch behalten. Und andere, die ich jetzt auch hier noch rumliegen. Ich habe ja noch welche hier rumliegen, hier auf dem Boden. Also die habe ich auch, das habe ich auch fotografiert. Die habe ich noch nicht fotografiert. Die werde ich dann fotografieren noch und auch auf die Facebook-Seite setzen. Weil es sind da noch ein paar Bücher hier. Auch in dieser Kiste. Also die steht jetzt hier auf meiner Kiste. Meine Bücherkiste. So. Die werde ich dann auch so schön, die werde ich euch dann auch zeigen auf der Facebook-Seite, welche ich noch habe. Und vielleicht interessiert sich auch jemand noch für Pitschepuck. Sind auch sehr schöne alte Bücher. Ich finde den auch sehr schön. Das sind übrigens auch noch Bücher von meinen, von meinem Papi und von meiner Tante. Oh, ich hab so jetzt so. Also sie haben die Bücher damals gehabt als Kinder. Also ich finde die auch sehr. Ich finde die sehr schön und die sind von 1969. Leute. Und hier 1970. Also ich habe einen ganzen, so einen halben Band von Pitschepuck. Ich weiß noch nicht mehr, wo die alle sind. Also ich meine, ein paar Bücher habe ich davon, aber es gibt ja viel mehr von Pitschepuck, ne? Also da gab es einige. Ich glaube, im Wohnzimmer habe ich auch noch welche davon, ne? Also ein paar Bänder. Das ist echt. Ich finde auch. Wartet mal so. Ich mache euch mal jetzt hier ein bisschen höher. Ups! Ich wollte jetzt mal sagen, ich finde Bücher einfach auch viel schöner für Kinder. Ja? Also diese ganzen. Wenn man jetzt so Bücher hat, wie zum Beispiel. Ups! Sogar noch ein Buch. Hey, in dem Buch ist ja noch ein Bild drin. Ich habe jetzt mein erstes Buch sozusagen. Das war Heidi. Da sind auch so schöne Bilder drin, Leute. Also ich meine, Fernsehen schön und gut oder TV und PC und sonst was. Das kann sich jedes Kind natürlich anschauen. Ich meine nicht jedes Kind, sondern die Eltern, die ihre Kinder mit diesen Sachen aufwachsen lassen. Aber so Bücher, ja, die kann man anfassen, die kann man sich angucken und so. Ne? Also ich meine, das ist auch mein Lieblingsbuch gewesen als Kind. Ich meine, ich konnte das auswendig
gemacht habe, damit auch, naja, ein bisschen, also ich glaube, ich kann das sogar jetzt heute noch auswendig, wenn ich das nochmal einmal durchlese, dann kann ich das einfach so, ja, ich habe das sogar nochmal zusammengeklebt, weil das irgendwie auseinandergefallen ist fast, ne? Also ich glaube, das werde ich auch behalten, weil es einfach, ja, es ist einfach mein Lieblingsbuch gewesen. Ich habe auch zwischendurch, also das Buch, das wurde auch wohl bemalt und bekleckert. Und das ist halt so, ja, das ist ja auch bemalt. Guck mal hier, ich weiß nicht, warum ich diese beiden Damen, also ich meine, die Clara und den Peter hier so ein komisches Gesicht gemalt habe. Aber naja, man ist ja halt Kind gewesen. Ich meine, ich glaube, ich hatte das sogar schon als 4- oder 5-Jährige, weil das halt ja auch so dicke, das sind ja keine Blätter, das sind ja so Pappdinger hier, ne? Damit das auch, ja, sozusagen heile bleibt, was natürlich bei Kindern weniger heile bleibt, weil wenn die Kinder sich damit ausgeben, so wie ich, guck mal hier, ich gib's zu, guck mal hier, so, ne, da ist auch, die Oma ist bemalt und so, naja, aber ich finde es schön, nicht nur schön, sondern ich hab's dann auch noch später versucht, so eine Hülle drüber zu kleben, also so, ich habe das mit Tesafilm geklebt, dass es heile bleibt, ja. Also das ist sozusagen mein erstes Buch gewesen. Und ich liebe Bücher, Leute. Wisst ihr, da kann man mit ins Bett gehen, so in der Art. Also ich meine, ihr müsst aufpassen, was ihr zum Abend so lest, weil sonst könnte sein, dass ihr da nicht einschlafen könnt, wenn ihr so Krimis oder so lest, so wie beim Fernsehen. Zumindest ist das bei mir so. Dann kann ich nicht einschlafen, bin ich wach. Dann will ich auch meistens, genauso wie wenn ich so Krimis oder überhaupt so böse Filme, sag ich mal, so, ja, ne, gucke, da möchte ich auch das Ende anschauen, da möchte ich wissen, was jetzt, wie, wer, wo, wann gerettet wird und wer noch stirbt, so in der Art, und das ist bei Büchern genauso, irgendwie, so zumindest bei mir, deswegen, also Krimis lese ich abends gar nicht, oder überhaupt so, böse Bücher, wo viele Leute sterben, in den Büchern auch, ne, weil nämlich dann ich einfach nicht schlafen kann, weil ich einfach das Ganze dann, ich möchte ja das Ende wissen und dann bin ich die ganze Nacht am Lesen und das geht gar nicht. Also da kann man ja nicht schlafen. Und ich möchte ja auch mal früher ins Bett gehen. So in der Art, ne? So viel dazu und was wollte ich noch sagen? Ja, ich lese am liebsten dann irgendwelche so. Ich meine, jetzt lese ich gerade, ich gebe es zu, ich lese eigentlich fast 3 Bücher, aber nicht gleichzeitig. Oder 4 sogar fast. Also, erstmal lese ich das Wasserbuch von Michaela Merten. Da bin ich auch fast jetzt fertig. Also ich bin richtig stolz auf mich. Ich habe jetzt weniger gebraucht als das erste Buch, was ich von ihr gekauft habe, dass ich da 2 Jahre dran gelesen habe. Das war aber auch, ja, das ist halt so, wie es ist. Ist ja egal, warum das so gewesen ist. Und dann habe ich mir das Wünschen, also erfolgreich Wünschen von Pia Frank gekauft. Ja, weil irgendwie habe ich mir das gewünscht oder ich habe dann halt bei eBay so ein Packen gefunden, ja, wo jemand halt dieses Packen, also ich glaube, ich waren 5 oder 6 Bücher von Michaela Merten und Pia Frank und also eigentlich mehr von Pia und dann habe ich darauf gesteigert sozusagen und guten Preis gemacht. Ein guter Preis habe ich für diese Bücher gehabt. Da habe ich mich dann auch drüber gefreut. Das war für mich sozusagen das Weihnachtsgeschenk schlechthin, ja. Erstens. Und zweitens, was noch? Was wollte ich noch sagen? Ich bin jetzt daran auch noch anlesen. Und dieses eine Buch, Katrin ist die Beste, habe ich auch angefangen zu lesen, weil ich ja eigentlich ich wünsche mir halt eine DVD davon, von dieser Serie, Leute. Aber ehrlich, ich kann mir das ja nicht, ja, hat ja auch mit anderen zu tun. Aber das wünsche ich mir einfach so. Oder überhaupt, dass es dies vielleicht nochmal im Fernsehen gibt, dass ich die nochmal sehen kann, die Folgen. Weil die Serie gab es halt 1997 und irgendwie gibt es das nirgendwo mehr zu sehen. Da bin ich traurig drüber. Deswegen habe ich mir einfach das Buch gekauft, um so in Erinnerungsserienbildern zu schweben oder wie auch immer, schweben. So viel dazu und jetzt höre ich auf, weil ich glaube, mein Videomaterial, wenn ich das zusammengeschnitten habe, ist es dann wieder 30 Minuten oder so. Nur über Bücher, Leute, ne? Über Bücher, die ich halt verkaufe und ich werde euch das verlinken. Und ich freue mich, wenn wirklich jemand sich für irgendein Buch interessiert oder besser gesagt, wenn ein Buch dir jetzt anspricht und sagt, ah, ich möchte das haben von Anja, ich möchte das lesen und
ja, kannst du das gerne bei mir kaufen sozusagen. Und ich stecke dir auch gerne, wenn du möchtest, noch eine Autogrammkarte dazu als Lesezeichen. Weil, ja, es gibt halt von mir auch Autogrammkarten, wenn du das wünschst. Also wenn du jetzt keine Autogrammkarte wünschst, sondern nur das Buch haben möchtest, kein Problem. Ich lasse deine Autogrammkarte weg. So viel dazu. Genau. Und jetzt wünsche ich euch, oder besser gesagt, euch und dir eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Video.